Und hallo liebe Leute, ich bin Alchemist 21 mal Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, und heute habe ich mir gedacht, hey, es wird mal wieder Zeit für ein Let's Play. Also jetzt kein richtiges Let's Play, sondern ein Let's Arco Test. Geht endlich mal wieder los und im Black Friday habe ich mir dieses Spiel geholt. Leisuche, Sweet Larry, Red Dreams Don't Why. Habe ich mir gedacht, komm, hol's für dich einfach mal. Und hey! Grüße gehen am Bahnpirat raus, Alter, denn das hier wird dir gefallen. Gute Flachwitze und sowas drin. Das werde ich überspringen, weil ich habe schon gerade vorhin privat probiert und nicht hinbekommen. Let's go. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, das sei auch besser so. Doch der Prophezeite lebt. Er wird kommen. Die Alpakas werden sich vor ihm verneigen. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Hallo? Hey, Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? What the fuck? Oh, das fühlt sich doch an wie dein... Au! Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? Süße? Die hat sich wohl verkrümelt. Typisch. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ah, die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, feucht und dunkel. Ich sollte erst mal Licht anmachen. Okay. So, Inventar. Alles klar, ich hab verstanden. Soweit. Licht anmachen. Ich denke mal hier. Was ist das hier für ein Ort? Keine Ahnung, Clary, aber du bist auf jeden Fall nicht mehr im Hotel, im Bett oder so. Guck mal, da steht 1987, okay. Für Leute, die es nicht wissen, den allerersten Larry-Teil, glaube ich, oder zweiten Larry-Teil, weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe den ersten oder zweiten Larry-Teil nicht gespielt, aber ich weiß nur, den ersten oder zweiten Larry-Teil war da irgendwie 1987 und ich dann im Jahr, glaube 2018 oder 2019 auf einmal gelandet. Also im Prinzip in die Zukunft gereist, aber er weiß nur nicht wie. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Interessant. Bin ich entführt worden? Und vor allem, von wem? Vielleicht von dir selber? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das hat irgendwas bewirkt. Ja. Haben sie Experimente an mir gemacht? Und vor allem, wer? Ich fühle mich so, als hätte ich ewig geschlafen. Kommt mir auch so vor. Ah, oh, Tageslicht. Dann mal rein da, in die gute Stube. Es muss eine harte Nacht gewesen sein. Alles so verschwommen. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Heute scheint die Sonne nur für... Larry Leffer! Oder auch nicht. Habe ich den ganzen Tag verschlafen? Auch gut. Das heißt, es ist eine weitere heiße Nacht für Larry Leffer! Alter. Wow. Huch, was war das denn? Scheint so, als wäre der Lift hinüber. Steht wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Alter, deine Flachwitze kommen ja so flach.
Das sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei, was mich interessiert. Ein Flyer für eine Band namens Kraftwerk. Kraftwerk? Habe ich noch nie gehört. Na gut. Das gute Lefty, ich geh mal rein. Und dann kommt dieser mega heiße Typ auf mich zu. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denk nur so, hallo, die Klamotten gehen gar nicht. Hey! Oh, warte mal, mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefty's? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt. Die Bude hat nur ein Like bei Instagram und einen halben Stern bei Gulp. OMG, mega Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles toll retro und vintage und so. Guck dir den Dreck an, der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Ich bin Becky Butter. Aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. Okay. Ich hab dich nicht mehr verfolgt. Ich hab dich nicht verfolgt. Echt? Ich hab dich nicht verfolgt. Echt? Ich bin Larry. Larry Laffer. Ey, meine Community lässt gerade nach. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Alles klar. Channel? Der Fernseher ist auch aus. Oder benutzt du gar kein Instagram? Du bist eher in der Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Facebook steht, oder? Und was für eine Score hast du auf Timber? Ich meine, du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber ich habe gehört, dass es auch ein paar Senioren nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde dort ja nur so oberflächliche Angeber. Tolles Profilbild, aber kein Charakter. Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival, wegen der Openness der Menschen. Es soll hier ein ganz neues Craftbier ausgeschenkt werden. Selbst gebraut. Total analog mit den Händen und so. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craftbier holen. Craftbier. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch. Alles klar. Was darf's sein? Larry, bist du es wirklich? Wer sonst? Ach, du bist es. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und du bist keinen Tag älter geworden. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Nicht mehr so knubbelig. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen. Naja, und einige sagten, du wärst tot. Ich war noch nie im Kloster. Dann wirst du froh sein, dass das hier immer noch keins ist. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit, wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr gegangen. Oder zu mir. Oder in ein Hotel. Und dann... Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Ja, mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Okay. Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es... Waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Die Welt ist unübersichtlich geworden. Ja, irgendwas stimmt hier nicht.
So ein leuchtendes Rechteck habe ich noch nie zuvor gesehen. Moment, Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? wir sind im Jahr... komm mal näher. Ja, du weißt, das ist in Richtung so weit. Jetzt bin ich hier, ne? Wirklich? Wirklich. Okay, ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten... Das hier ist ein Familienetablissement. Charme. Der wollte sagen, den größten Penis. Oh Mann. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Was habe ich so in Lost Wages verpasst? Lost Wages? Larry, du bist in New Lost Wages. Du scheinst dir ja heftig den Kopf angeschlagen zu haben. Was ist mit den Raketenrucksäcken? Sind alle explodiert. Schade. Gibt es inzwischen Sexroboter? Nein, wir schlucken Pillen, um einen Orgasmus zu bekommen. Was? Ganz ruhig, Larry. War nur ein Witz. Auch im 21. Jahrhundert haben wir noch Sex. Wenn auch noch keine Roboter. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Computer hat man inzwischen meistens in der Hose bei sich. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Kein Mensch spielt mehr Adventures, sondern so Sachen mit explodierenden Süßigkeiten. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Katzenbilder sind eine neue Religion. What the fuck? Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Jugendliche essen Waschmittel, um cool zu wirken. Ach, das kenne ich noch von ein paar Jahren in YouTube. Ich hätte gern 2 Bier. Eins für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die Stadt überschwemmen. Nennt sich selbst eine Influencerin. Ha! Früher musste ich draußen ein Schild hinstellen, dass es hier Bier gibt. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Okay. Bitte sehr. 2 Barbarenbräu. Mit viel Liebe gebraut. Obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen weiß. Alles klar. Schreib's mir auf den Deckel. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. Alter Schwede. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen Sachen. Darf man das heutzutage nicht mehr? Schon gut. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Manche Leute glauben, man müsste sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten, bevor man Geld spenden darf. What the fuck? Bis später, Lefty. Okay. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Okay. 2 Minuten später. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Videostory filmen. Oh mein Gott. 10 Minuten später. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... 5 Minuten später. Alter. Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. 8 Minuten später. Ey,
Und wenn ihr das Geht's Video noch? Mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. 3 Minuten später. Oh Mann. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Cheers. Cheers. Gar nicht schlecht. Oh, ich glaube, mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Okay. Oje, das wird knapp. Okay, schnell, Larry. Mist, abgeschlossen. Lefty hat bestimmt einen Schlüssel. Ja, ich denke schon, komm. Lefty! Was gibt's? Meine Gedärme lösen sich gerade auf. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel. Ach so. Hier, bitte. Warte mal. Traue deinen Gästen nur so weit, wie du den Toilettenschlüssel werfen kannst. Alles klar. Okay. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Okay. Kein stabiler Schlüssel. Ah. Oh mein Gott. Erstmal in Instagram gepostet. Oh Mann. What the fuck? Was ist das? Halluziniere ich? Dieses komische Schleim Nein, mit dem. Irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Das komische kleine Schleimhaufen vibriert so. Bah. Naja, Leute, ich bin erstmal raus. Das war ja nur ein Let-Akku-Test. Also, ich bin raus. Bis dann, euer Gummisi 21. Yeah!